1989 hat eine große Demokratisierungswelle ausgelöst und hat auch die wissenschaftliche Forschung mit Demokratie beflügelt. Und wir können unterschiedliche Phasen unterscheiden. Am Anfang herrschte der große Optimismus in den 90er Jahren. Wir hatten das sogenannte Transitionsparadigma. Wir gingen davon aus, es gibt autokratische Systeme und demokratische Systeme und dann gibt es einen linearen Übergang. Also die Staaten müssen nur die Institutionen einführen, Marktwirtschaft einführen und dann fängt Demokratie an zu funktionieren. So etwa 10 Jahre später setzt eine gewisse Desillusionierung ein. In diesen neuen Demokratien gab es immer noch Schwachpunkte, Fehler und da begann die Wissenschaft sich auseinanderzusetzen mit sogenannten defekten Demokratien. Dann noch 10 Jahre später sind wir noch viel weniger gewiss. Wir haben unterschiedliche Diskussionen. Einerseits hat sich unser Verständnis von Demokratie verbessert. Wir haben also große Diskussionen darüber, was ist eigentlich Demokratiequalität? Verhältnis von repräsentativer, direkter Demokratie, wie sollen Institutionen ausgestaltet sein? Das zeigt sich zum Beispiel auch an neuen Messkonzepten, die entwickelt wurden. Man unterscheidet nicht mehr Autokratie, Demokratie, sondern das neueste Konzept heißt Varieties of Democracy. Also welche Variationen von Demokratie gibt es? Es gibt also nicht mehr ein Modell, mehrere Modelle. Aber wir haben auch festgestellt, dass viele autoritäre Staaten kompetitiv geworden sind, dass sie fast schon als Gegenmodell zur Demokratie gesehen werden. Denken wir an China, denken wir an Putins Russland. Also diese Diskussion läuft unter Authoritarianism 2.0, also das Autoritarismus 2.0. Das zeigt sich dann auch zum Beispiel in der Jubiläumsausgabe der bekannten Fachzeitschrift Journal of Democracy. Die hat ihre Jubiläumsausgabe betitelt, ist eigentlich die Demokratie im Niedergang begriffen. Ein bekannter Autor, Larry Diamond, ruft dazu auf, wir sollen endlich der demokratischen Rezession ins Auge blicken. Es geht abwärts. Levitsky und Wey hingegen sagen, hör endlich auf damit. Das ist ein Mythos, diese demokratische Rezession. Wenn das Glas halb voll ist, müssen wir nicht davon sprechen, dass das Glas eigentlich am Auslaufen ist. Ja, wir sehen, Politikwissenschaft ist eine streitende Wissenschaft. Wir sind uns nicht mehr über die Kernkonzepte einig. Was sagen eigentlich die empirischen Demokratiemessungen? Und ich habe Ihnen einige der wichtigsten Demokratieindizes aufgeführt. Unten die blaue Linie ist Freedom House, sehr bekannt. Dort habe ich die strengere Messlatte genommen. Das handelt sich hierbei um liberale Demokratien, also Demokratie plus Rechtsstaat. Bei den anderen handelt es sich eher um elektorale Demokratien, also werden Wahlen durchgeführt. Was können wir auf diesem Bild erkennen? Von 1975 sehen Sie nicht, bis 1985 gab es einen Anstieg, dann ab 1985 bis 1995 einen sehr starken Anstieg. Ab 1995 bis Mitte der Nullerjahre hat sich der Aufstieg abgeschwächt und seit 2005 haben wir eigentlich eine Stagnation, leichten Rückgang. Die einen beklagen, dass die Welle der Demokratisierung offensichtlich an Stärke verloren hat. Die anderen finden positiv, dass immerhin 30 Jahre nach Beginn der Welle nicht das eingetreten ist, was Huntington gedacht hat, dass es eine Reverse Wave, also eine Gegenwelle des Autoritarismus gibt. Es werden dann unterschiedliche Ansätze diskutiert. Wieso kommt es eigentlich dazu, dass sich jetzt Demokratie nicht mehr so ausbreitet? Eine sehr pragmatische Antwort ist, es gab eigentlich gar keine Welle der Demokratisierung, wir hatten nur eine Schwächephase des Autoritarismus. Und auch die autoritären Systeme haben gelernt, sie haben sich reformiert
und versuchen jetzt eben, also erstens sind die Weltmarktpreise gestiegen, zum Beispiel für Rohstoffe, und zweitens haben sie gelernt, mit neuen Technologien umzugehen und ebenso gefälschte Wahlen einzubauen in ihr Repertoire. Eine andere Erklärung geht dahingehend, dass die Strahlkraft westlicher Demokratien abgenommen hat. Ich meine, wie glaubwürdig sind sie, wenn sie für Menschenrechte eintreten und dann ein Guantanamo installieren? Also dann können sie nicht mehr groß von Vorbildwirkung sprechen. Wir haben auch das Problem des wiederer starken autoritären Systems. Also denken Sie an China, das eigentlich wirtschaftspolitisch sehr große Erfolge erzielen kann, ohne eigentlich demokratisieren zu müssen. Und was wir auch beobachten können, geopolitische Veränderungen. Die USA ist nicht mehr unbestrittene Weltmacht Nummer 1. China ist ein Herausforderer und auch Russland scheint sich zumindest in militärischer Hinsicht konsolidiert zu haben. Also wir haben ein durchzogenes Bild der Demokratieentwicklung in den letzten Jahren. Wenn wir das Bild jetzt herunterbrechen auf Mittel- und Osteuropa, es ist gerade diese Woche ein neuer Bericht erschienen vom Freedom House und die haben den Bericht herausgegeben, Nations in Transit, also das sind Länder im Übergang von Autokratie zur Demokratie, und das ist ein feinerer Index als der normale Freedom House, untersucht die nationale Regierungsführung, die Qualität von Wahlen und Zivilgesellschaft, die Unabhängigkeit von Medien, aber auch die lokale Ebene, wie demokratisch ist die lokale Regierung, wie steht es um den Rechtsstaat und wie steht es um die Korruption. Und wenn Sie das anschauen, es ist eine inverse Skala, also je tiefer die Werte, desto besser ist es um Demokratie bestellt. Also hier geht es darum, Abweichungen werden addiert und je tiefer der Wert ist, desto besser ist die Qualität von Demokratie. Ich habe Ihnen den Durchschnitt der letzten 9 Jahre aufgezeichnet. Der ist stagnierend, leicht abnehmend. Dann sehen Sie ein Land, das war mal sehr demokratisch und gilt heute nicht mehr als konsolidierte Demokratie, das ist Ungarn. Also dort sehen wir eine signifikante Verschlechterung der Demokratiequalität in den letzten Jahren. Und dann sehen wir 2 Länder, dort war die Demokratie nie besonders gut, hat sich auch nicht groß verschlechtert. Das sind Bulgarien und Rumänien. Und an diesem Bild wird noch etwas ersichtlich. Wenn wir die Zeitreihe weiter zurückführen würden, erleben wir am Anfang bis 2004 in den meisten Ländern einen Anstieg der Demokratiequalität. Hier geht er bis 2007 bzw. 2008. Aber was ist geschehen? Die Länder sind der EU beigetreten. Und man geht doch davon aus, die EU sei ein Club von Demokratien und dort sollte es eigentlich nicht schlecht bestellt sein um Demokratie. Und was wir sehen, bis zum EU-Beitritt verbessert sich die Demokratiequalität. Sobald man in der EU wieder, dann fängt es an zu stagnieren, wird nicht besser. Also das zeigt, Konditionalität funktioniert. Also solange man in den Club eintreten will, macht man die Reformen. Dort hat die EU auch Softpower. Sobald man in der EU ist, ist man am gleichen Tisch, man kämpft um einen Anteil am Kuchen, aber die Reformen werden nicht mehr weitergeführt. Also das ist ein grundsätzliches Problem der EU. Wie können wir EU demokratisieren? Es fehlen da die Mechanismen dazu. Und der neueste Bericht vom Freedom House fragt danach, was sind eigentlich die Bedrohungen, er spricht explizit heutzutage von Bedrohungen der Demokratie in Mittel- und Osteuropa. So grundsätzlich, die Demokratien sind konsolidiert, aber die Qualität wird nicht wirklich besser, wir stagnieren relativ hohem Niveau seit einigen Jahren. Aber es gibt große Veränderungen, es gibt aktive Gegner der Demokratie, Russland zum Beispiel. Ich war diese Woche an einer Tagung in Ungarn, dort hat man das Stimmverhalten der rechtsextremen Europaparlamentarier untersucht. Und in 90% der Fälle
in dem das Europäische Parlament sich für Sanktionen gegen Russland aussprach oder Kritik äußerte an Russland, haben die Rechtsextremen dagegen gestimmt. Bei den Volksparteien sind das 2 oder 3%. Und Sie wissen, dass zum Beispiel von Frankreich ist es bekannt, dass die Front National Kredite in Russland erhalten hat. Und die Vermutung geht dahingehend, dass Russland eben aktive Gegner der Demokratie unterstützt. Aber das wäre ein externer Faktor. Was innerhalb von Mittel- und Osteuropa intern geschieht. Es gibt wirtschaftliche Probleme, Korruption ist ein großes Thema, die Unabhängigkeit der Justiz ist sehr häufig bedroht und auch die Freiheit der Medien. Also wenn man einzelne Länder anschaut, Rumänien kämpft immer noch mit einer großen Korruption. Im letzten Jahr gab es doch einige Erfolge. Die Korruptionsbehörde hat einige große Fälle an die Hand genommen und bearbeitet. Letztes Jahr gab es in Rumänien Wahlen. Das war auch sehr problematisch, nicht innerhalb des Landes, aber außerhalb des Landes. Die Auslandsrumänen wurden behindert bei der Stimmabgabe. Nicht offiziell, aber Botschaft in Budapest hat uns das auch erklärt. Sie können dort die Stimme nur abgeben, wenn Sie das Stimmkuvert gestempelt kriegen. Und es gibt einige 10.000 Rumänen in Ungarn, die wollten abstimmen. Es gab einen einzigen Stempel und einen Beamter, der den tragen durfte. Wieso macht man das? Natürlich nimmt die Regierung in Bukarest an, dass die Auslandsrumänen progressiver, also Anti-Regierung wählen würden. Deswegen gibt man sich da nicht so Mühe bei dem Wahlprozess. Dann natürlich Problem der Rechtsstaatlichkeit, Checks and Balances, der Konflikt zwischen Präsident und Ministerpräsident. In der Slowakei wurde dann etwa die Medienkonzentration kritisiert. Bulgarien auch immer so ein Kandidat. Die Justizreform ist weit vorangeschritten dank dem EU-Beitritt. Aber der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist problematisch. Dann hapert es bei den Richterernennungen. Das oberste Gericht konnte während Monaten den Präsidenten nicht besetzen, weil man sich intern nicht einig wurde. Und natürlich Korruption. Und natürlich der Underperformer par excellence ist Ungarn. Ungarn 1990 gestartet eigentlich als das liberalste Land, man hat diesem Land die meisten Chancen gegeben und Ungarn hat aus Sicht der Demokratie eigentlich die schlechteste Performance hingelegt. Was wurde bei Ungarn kritisiert? Wir hatten in Ungarn letztes Jahr Wahlen, gestützt auf die neue Verfassung, es gab ein neues Wahlgesetz. Einerseits wurde das Parlament um die Hälfte verkleinert, was eigentlich sinnvoll ist, daran alle Parteien waren da einverstanden, aber dann gab es Sachen wie Gerrymandering, also ehemals sichere Wahlbezirke der Sozialdemokraten wurden auseinandergenommen, sodass man nicht mehr sicher gewinnen konnte. Das Problem der Parteifinanzierung, auf den ersten Blick sah es sehr großzügig aus, man kann staatliche Finanzierung bekommen, aber dann gibt es Regeln, die fast niemand einhalten will und das Geld wird auf alle Kandidaten verteilt und viele Kandidaten haben Spaßkandidaturen gemacht und sind dann einfach verschwunden. Und es gibt keine Möglichkeit, das Geld einzutreiben. In Ungarn haben wir ein Problem mit den Medien. Die Staatsmedien sind linientreu. Es gibt natürlich auch oppositionelle Medien, aber das Problem ist, Geld fließt vom Staat in die Staatsmedien, ein Problem. Das andere Problem, keine der Medien hat auch nur den Anschein der Ausgewogenheit. Sie können Staatsradio anstellen am Morgen und dann wird der Vertreter der Regierung interviewt, dann der Vertreter der Opposition und das war es. Es gibt keine eigenständige Analyse, weil die Journalisten haben natürlich Angst. Und das ist natürlich, die Qualität der Medien ist sehr schlecht. Dann
In Ungarn haben wir, ich komme nachher darauf noch zurück, große Korruption. Viele der Staatsaufträge gehen zu Fidesz-nahen Unternehmungen. Also die Regierung hilft da ihrer eigenen Klientel. Und die ungarische Verfassung ist natürlich eine Verfassung, die enorm auf Machtkonzentration ausgelegt ist und Checks and Balances werden enorm geschwächt. Jetzt möchte ich den Fokus verändern und auf Ungarn schauen. Sie alle kennen diesen Herrn, das ist der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orbán. Das ist ein Brief, den er allen ungarischen Bürgern geschrieben hat zu den nationalen Konsultationen. Also jeder Haushalt und jeder einzelne Bürger hat das erhalten. Er wendet sich an den Ungarn und sagt, in 2010 hätten wir Ungarn entschieden, dass wir alle wichtigen Sachen miteinander besprechen und deswegen führt er jetzt eine nationale Konsultation durch zur Frage der Flüchtlinge, würden wir sagen, der Überlebensflüchtlinge, wie er das nennt, und der Kriminalität. Also Flüchtlinge und Kriminalität, Terrorismus konkret, werden in eins gewaschen. Auf Deutsch ist das schwer zu erklären. Er hat ein neues Wort geschaffen. Es gab früher das Wort in Ungarn Überlebens-, also Armutskriminalität. Und das Wort Überlebensflüchtlinge gab es nicht. Also Wirtschaftsflüchtlinge wurden Wirtschaftsflüchtlinge genannt. Aber durch die Wortschöpfung hat er eben gerade die Möglichkeit geschaffen, dass Flüchtlinge a priori kriminelle Elemente sind, die nach Ungarn kommen. Also seit 2010 ist Ungarn häufig in den Schlagzeilen. Ungarn hat eine neue Verfassung, betreibt eine nationalistische Politik. Die Medienfreiheit wurde eingeschränkt. Es gab auch Probleme mit der Religionsfreiheit. Armut wird beispielsweise kriminalisiert. Es gab Bestrebungen, die Zivilgesellschaft ans Gängelband zu nehmen. Frau Favreau hat es erwähnt mit den zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die vom norwegischen Fonds unterstützt werden. Generell ist die neue Verfassung auf Machtkonzentration ausgerichtet und die Einbetonierung der Macht. Es wurden also zusätzliche Institutionen geschaffen, wie zum Beispiel ein Budgetrat. Der muss jedes Jahr das vom Parlament verabschiedete Budget begutachten und wenn der Budgetrat nicht zustimmt, dann darf das Parlament das Budget nicht verabschieden. Aber das ist kein parlamentarisch gewähltes Organ. Also hier wird die Parlamentssouveränität ausgehebelt und gelingt es dem Parlament nicht, ein Budget zu machen, das dem Budgetrat zustimmt, kann der Präsident das Parlament auflösen. Der Budgetrat wird ernannt von der Regierung und hat ein längeres Mandat als das Parlament. Also das ist natürlich darum gemacht, wenn Gott macht den Fehler und lässt zu, dass Fidesz die Wahlen verliert, dann ist man einbetoniert. Und das ist in zahlreichen Institutionen so. Dann haben Sie sicher mitbekommen, der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orbán, hat dieses Jahr gefordert, man müsse, ich zitiere, die Todesstrafe auf der Tagesordnung haben. Also Aufschrei des Westens. Der will Todesstrafe einführen. Nein, er ist Jurist, er hat ganz korrekt gesagt, man müsste es auf der Tagesordnung halten. Und das ist natürlich eine Reaktion erstens einmal auf einen abscheulichen Mordfall, der passiert ist, aber es ist auch Reaktion auf das Erstarken der rechtsextremen Jobbik in Ungarn, die mittlerweile gemäß den Wahlumfragen an zweiter Stelle liegt. Also die Regierung fühlt sich jetzt eben nicht mehr nur von links bedrängt, sondern auch von rechts und versucht den rechtsextremen das Wasser abzugraben mit zum Teil extremeren Postulaten als die Rechtsextremen. Also Sie kennen das hier aus Deutschland, CSU, neben der CSU darf es keine demokratische Macht geben. In Ungarn versucht man es ähnlich. Orbán hat das Konzept des zentralen Kraftfelds entwickelt. Das bedeutet, die Fidesz ist die Mitte des politischen Spektrums, anderswo würde man sagen, sehr rechts. Fidesz ist die Mitte des politischen Spektrums und es darf keine Regierung gegen die Fidesz zustande kommen. Das alles hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren eigentlich Zweifel an der demokratischen Gesinnung
Ungarns aufgekommen sind. Ich habe Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht von dieser nationalen Konsultation. Das ist ein offiziell von der Regierung versandter Brief, kann auch online ausgefüllt werden. Da stehen Fragen: Glauben Sie, dass in den nächsten Jahren Ungarn Ziel von Terroristen werden kann? Und dann kommen die ganzen Flüchtlingsfragen. Und Frage Nummer 12. Stimmen Sie mit der ungarischen Regierung überein, dass man das Geld gescheiter für die noch zu geboren werdenden ungarischen Kinder einsetzt, anstelle der Hilfe für Flüchtlinge? Das ist ein offizielles Regierungsdokument. Die Regierung hat dann auch eine Plakatkampagne gestartet in Ungarn. Das sind Regierungsgelder. Und das ist eine Aufforderung an Flüchtlinge, an Syrer, Albaner. Wenn du nach Ungarn kommst, darfst du den Ungarn die Arbeit nicht wegnehmen. Also erstens einmal, wenige Leute verstehen außerhalb Ungarns Ungarisch. Es ist meistens nicht in den Grenzregionen, sondern vor allem auch die Hauptstadt ist zugepflastert und man tut diese Menschen einfach. Also Sie sehen, das ist einfach purer Populismus. Orban hat in den letzten Jahren immer häufiger wieder über illiberale Demokratien gesprochen und westliche Demokratien kritisiert. Er hat letztes Jahr eine große Rede gehalten in Rumänien zu Auslandsungarn und dort hat er ausgeführt, wir mussten aussprechen, dass eine Demokratie nicht notwendigerweise liberal sein muss. Etwas, das nicht liberal ist, kann noch eine Demokratie sein. Mehr als das, wir mussten auch aussprechen und konnten es endlich ausgesprochen werden, dass die nach dem staatlichen Organisationsprinzip der liberalen Demokratie aufgebauten Gesellschaften in den kommenden Jahrzehnten höchstwahrscheinlich nicht imstande sein werden, ihre globale Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Vielmehr werden sie einen Rückschlag erleiden, wenn sie nicht zu grundlegenden Veränderungen fähig sind. Orban hat dieses Thema häufiger wiederholt, er hat auch beim Besuch von Merkel das Thema angesprochen. Frau Merkel hat dann explizit gesagt, ich zitiere, mit dem Wort illiberal kann ich persönlich im Zusammenhang mit Demokratie nichts anfangen. Und sie hat darauf hingewiesen, auch die CDU habe sozialdemokratische, christliche, aber auch liberale Wurzeln. Orban hat nur geantwortet, wir glauben nicht, dass jede Demokratie zwangsläufig liberal ist. Das ungarische Fernsehen hat das Statement von Merkel nicht gesendet. Das gab dann so einen kleinen diplomatischen Zwischenfall. Und Orban provoziert natürlich gerne und er behauptet eben, es ist nicht mein Problem, wenn im Englischen illiberal etwas anderes heißt als auf Ungarisch. Es ist nicht wahr, dass Demokratie nur liberal sein kann. In Ungarn hat es eine Demokratie, Punkt. Und ich möchte mit Ihnen jetzt noch kurz diskutieren, ob das bloße Provokation sind oder ist das auf einer Linie mit seinen politischen Zielen. Nur ganz kurz, was verstehen wir unter liberaler Demokratie? Also es geht hier nicht um Neoliberalismus, sondern es ist ein Fachbegriff. Eine liberale Demokratie ist eine Demokratie plus Rechtsstaat. Illiberale Demokratien sind Demokratien, in denen die Rechtsstaatlichkeit und die bürgerlichen Rechte gefährdet sind. Für Wolfgang Merkel, einen bekannten deutschen Demokratieforscher, ist die illiberale Demokratie eine Form der defekten Demokratie, und zwar diejenige Form, in der die bürgerlichen Freiheiten betroffen sind. Jan Kublik, ein tschechischer Autor, definiert dann Illiberalismus als eine politische Richtung, die auf Populismus, Antipluralismus und ideologischem Monismus basiert. Und Parvu, der stellt sich dann die Frage, ist Illiberalismus eigentlich ein Syndrom, ein Symptom oder ein Heilmittel? Ist es ein Syndrom, dann bedeutet das, es ist selber ein Problem. Ist es ein Symptom, dann ist die Demokratie selbst krank und das ist nur ein Indikator für Probleme.
Und wenn es ein Heilmittel ist, dann ist Demokratie eigentlich eine schlechte Staatsform und wir können eigentlich ein gesellschaftliches Gleichgewicht herstellen, indem wir illiberal werden. Und ich möchte mit Ihnen jetzt so teilen, was Herr Orban zu diesem Thema sagt. Sein Ziel ist es, Ungarn fit für die Zukunft zu machen, eine Strategie zu finden, dass das Land bestehen kann. Also Ungarn muss reorganisiert werden, damit es im Konzert der Nationen wettbewerbsfähig sein kann. Einige Zitate von ihm. Das ist die Erklärung dafür, meine Damen und Herren, dass das Schlagerthema im heutigen Denken das Verstehen derjenigen Systeme ist, die nicht westlich, nicht liberal und keine liberale Demokratien, vielleicht nicht einmal Demokratien sind und trotzdem Nationen erfolgreich machen. Die Stars der internationalen Analysen sind heute Singapur, China, Indien, Russland und die Türkei. Indem wir uns von den Westeuropa akzeptierten Dogmen und Ideologien lossagen und uns von ihnen unabhängig machen, versuchen wir, die Organisationsform der Gemeinschaft, den neuen ungarischen Staat zu finden, der imstande ist, unsere Gemeinschaft in der Perspektive von Jahrzehnten im großen Wettlauf der Welt wettbewerbsfähig zu machen. So, das sind die Vorbilder. Die Gegenwart ist gekennzeichnet dadurch, dass die liberalen Staaten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn sie sich nicht autoritär reformieren. Demokratie muss nicht liberal sein, also Rechtsstaatlichkeit ist eigentlich sekundär, wenn man es ernst nimmt. Was ist für Orban liberale Demokratie? Das Recht des Stärkeren? Aber dann kommt jetzt seine spezifische Variante. Die Regierung habe das nationale Interesse nicht geschützt. Es wird überhaupt in Frage gestellt, ob es das nationale Interesse, nicht objektiv, ob wir einen Prozess haben, um nationales Interesse festzustellen, sondern das nationale Interesse wird als objektiv vorausgesetzt. Wenn man das nicht macht, ist man liberal. Nationale Einheit als wichtiges Element und eben die Regierungen, liberale Regierungen, hätten das öffentliche Eigentum nicht geschützt. Also kurz und gut, im Falle Ungarns ist Liberalismus schuld an allem, was seit der Wende schiefgelaufen ist. Dass der Staat nicht funktioniert, dass die wirtschaftliche Entwicklung stagniert hat, die soziale Integration nicht funktioniert hat, die Privatisierungen. Jetzt gibt es auch ehrlich zu, das große Problem für ihn ist, 1989 hat ein Übergang stattgefunden, ein ausgehandelter Übergang. Das hat natürlich auch bedeutet, dass es einen Ausgleich gab zwischen den ehemaligen sozialistischen und den neuen demokratischen Eliten. Für Orban war das ein Sündenfall. Es ist nicht zum Bruch mit dem alten System gekommen, sondern die Eliten haben etwas ausgekungelt. Die Machtstrukturen wurden eben zum Teil perpetuiert. Das hat dazu geführt, dass sein Vorgänger Gyurcsány, der war sozialistischer Jugendfunktionär, und wurde dann zu Beginn der 90er Jahre eines der reichsten Männer Ungarns, weil er sich das Vermögen des sozialistischen Jugendverbandes selber zugeschanzt hat. Sogenannte Nomenklatura-Privatisierung. Dieser friedliche Übergang, laut Orban, ist also die Grundlage für das Problem, das wir in Ungarn haben. Liberalismus ist auch unungarisch. Das sind Zitate, ich habe Dokumente ausgewertet, das sind nicht meine Worte, um das klarzustellen. Und letzten Endes, er diskreditiert damit einfach die beiden Parteien, die vorher die Gegner der Fidesz waren, die Sozialdemokraten und die SDS, die liberale Partei. Und dieses Denken ist schon relativ alt, er hat ja 2002 überraschenderweise die Wahlen verloren. Obwohl er im ersten Wahlgang hat Fidesz geführt, aber es gab einen zweiten Wahlgang und da haben sich die anderen Parteien zusammengeschlossen, sie haben verloren. Und für ihn war das, man hat ihm den Sieg geraubt. Und ich habe wirklich gesagt, es gibt auch eine Nation, wenn wir nicht an der Regierung sind. Wir werden nicht in Opposition sein, denn die Nation kann niemals in Opposition sein. Eine demokratische Partei, die behauptet, dass sie nicht in Opposition sein könne, weil sonst ist nichts mehr national. Wie soll denn der neue ungarische Staat aussehen? Also individuelle Menschenrechte sind zweitrangig, Kollektivismus, die Nation ist wichtig,
soll bürgerlich-christlich-national sein, basiert auf der traditionalen Familie. Öffentliches und privates Interesse sollen harmonisiert werden mit Vorrang des staatlichen Interesses, definiert von der Regierung. Hilfe soll immer an Arbeit gebunden werden. Das ist auch so, dass es Beschäftigungsprogramme gibt. Wäre ja alles schön und gut, aber die staatlichen Beschäftigungsprogramme sind sehr willkürlich und sie zahlen weniger als den staatlich verordneten Mindestlohn. Und die Leute wissen nicht, wie lange sie das erhalten. Dann soll die Rolle des Staates in der Wirtschaft gestärkt werden und die Wirtschaft soll nationalisiert werden. Also Bankensektor soll zu mehr als 50% zum Beispiel in ungarische Hände kommen, Gasversorger etc. Da werden die ausländischen Unternehmungen rausgetrieben. Und in diesem Sinne sagte dann auch, Ungarn will hier einen illiberalen Staat, der lehnt die demokratischen liberalen Grundrechte nicht vollkommen ab, aber sie sind eigentlich sekundär. Was können wir als Zwischenfazit festhalten? Für Orbán sind sehr wichtig Überlebenswerte. Sein Denken ist anti-individualistisch, anti-pluralistisch. Tatsächlich steuert Ungarn auf einen ideologischen Monismus zu. Es ist populistisch, nationalistisch, voluntaristisch, also die Politik kann einfach alles verändern. Aber letzten Endes, wenn man seine Prämissen akzeptiert, dann ist es kohärent. Also es ist nicht in sich widersprüchlich, aber das bedeutet auf der anderen Seite, es ist tatsächlich eine Herausforderung der, unserer bekannten Demokratie-Ideen. Versuche noch ganz kurz eine Erklärung dafür zu geben. Ungarn in seiner ganzen Geschichte ist strukturell eigentlich immer halb Peripherie gewesen. Also Ungarn war nie das Zentrum, Machtzentrum, sondern musste sich immer an andere Muster anpassen, nach Westen oder Osten. Ungarn war in diesem Sinne auch nie Vorreiter, sondern musste sich halt anpassen. Und das nennen wir dann adaptive Modernisierung. Ungarn musste immer den Trends hinterherhecheln, um es ganz einfach zu sagen. Ungarn hat eine große Transformation durchlaufen. Sie mussten Demokratie einführen, Marktwirtschaft und auch die Gesellschaft reformieren. Das hat zu einer Entwicklungskrise geführt. Große Teile der Bevölkerung wurden abgehängt und sind verarmt. Früher war ein Großteil der Roma etwa noch in der sozialistischen Schwerindustrie beschäftigt. Heute gibt es Generationen, die nicht mehr gearbeitet haben. Das heißt, die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft hat abgenommen. Es gab einen Elite-Konsens, das wird jetzt diskreditiert und gesagt, das sei eigentlich Mauschelei gewesen, aber man unternimmt nichts, um einen neuen Konsens herzustellen, man will nur Mehrheit haben. Und es hat sich herausgestellt, dass ungarische Politik eben sehr pfadabhängig ist. Orbán will mit seiner Politik die Transformation beenden. Er hat eine sogenannte Ideologie der nationalen Einheit propagiert. Und jetzt sagen Sie mir, okay, das ist altbekannt. 2010 musste in jedem staatlichen Amt eine Deklaration ausgehängt werden. Ab heute gilt das System der nationalen Einheit und Zusammenarbeit. Wir Ungarn arbeiten zusammen. Wenn Sie das nicht gemacht haben, konnten Sie Ihren Job verlieren. Also es ist mehr als nur deklaratorisch. Er hat sein Regime einbetoniert und Fidesz in eine Situation gebracht, dass es jetzt tatsächlich das Zentrum der ungarischen Politik ist. Und sehr wichtig, Orbáns heutige Rede geht darum, er will ein bürgerliches Ungarn. Bürgerlich bedeutet einen gewissen Wohlstand. Im Gegensatz zu anderen kapitalistischen Systemen ist das aber nicht ein selbst erarbeiteter Wohlstand, sondern das beruht auf staatlicher Patronage. Also Orbán züchtet jetzt eine nationale Klientel heraus, sie profitiert von Staatsaufträgen, also wir haben in Ungarn mittlerweile, ich glaube, die tiefsten Einkommensteuern, Einheitssatz von 15% und Mehrwertsteuer von 27%. Da können Sie sich ja vorstellen, welche Umverteilungseffekte das hat. Das ist jetzt natürlich ein sehr düsteres Bild. Was können wir sagen?
Ungarn ist sehr empfänglich für Druck und Ungarn ist abhängig von der EU. Vieles der großen Enttäuschung, die wir gehabt haben, hängt auch damit zusammen, wenn wir das Bruttoinlandprodukt pro Kopf, das sind jetzt die OECD-Daten, nehmen der letzten 15 Jahre, sehen Sie, Ungarn ist eigentlich reicher geworden. Ungarn ist diese blaue Linie. Aber der Abstand zur EU wurde nicht kleiner. Und das hat natürlich Bedürfnisse und, geweckt, die nicht befriedigt werden können. Polen ist ärmer gestartet, hat aber mittlerweile Ungarn überholt. Deswegen hat man eher ein Erfolgserlebnis. Deswegen wird in Ungarn eigentlich der Erfolg der Transition, obwohl sie erfolgreich war, in Frage gestellt. Wir können, ich komme jetzt zum Schluss, ich habe ein wenig überzogen. In Ungarn haben wir generelle Kritik an der liberalen Demokratie, aber auch so idiosynkratische Momente, also Momente heraus aus dem ungarischen politischen System. Illiberalismus, würde ich sagen, ist in Ungarn ein Symptom, also ein Zeichen für Funktionsdefizite der Politik. Aber es stellt sich die Frage, ob die Alternative, die skizziert wird, ist nachhaltig sei. Also vor 25 Jahren hat man festgestellt, dass ausschließliches Staatseigentum auch nicht besser ist. Da hat man alles privatisiert und jetzt schüttet man das Bad auf die andere Seite aus. Generell, wenn man die Diskussion zusammenfasst, kann man sagen, dass die Herausforderungen von Demokratie einerseits in der Wirtschaftskrise bedingt sind. Demokratien sind nicht mehr so sexy wie früher. Die Geopolitik hat sich geändert. So generell ist die Qualität von Demokratie an zahlreichen Orten bedroht. Insbesondere die Elemente von Rechtsstaat und Pluralismus. Wir haben uns natürlich in Ungarn auch Fragen gestellt, was könnte dagegen helfen? Im ungarischen Fall, im Gegensatz eben zu afrikanischen, südamerikanischen Fällen, EU. Sobald Vertragsverletzungsverfahren mit einigem Aussicht an Erfolg in Kraft gesetzt werden, ändert die ungarische Regierung die Politik. Die hat die neue Verfassung bisher schon 5-mal auf Druck der EU revidiert. Ungarn erhält 90% der öffentlichen Investitionen sind durch die EU finanziert. Also da gibt es natürlich Druckmittel. Ein großes Problem, mentalitätmäßig in Ungarn haben wir eine sehr starke Obrigkeitsmentalität. Man muss also die Leute sehr viel stärker mit einbeziehen. Lokale Ownership. Es gibt da gute Projekte auf lokaler Ebene, wie zum Beispiel das Gläsernde Dorf. Da wird in einem Dorf wird Transparenz geschaffen, da gibt es eine NGO, die stellt die Informatikmittel zur Verfügung und leitet dann auch Diskussionen, dass man überhaupt weiß, wie ich regiert werde. Dann natürlich politische Bildung. In Ungarn haben sie einen einheitlichen nationalen Lehrplan, der einfach völlig nationalistisch ist. Mittlerweile gibt es nur noch einen Schulbuchverlag, es gibt also nicht mehr die Möglichkeit, es gibt vielleicht noch zwei Bücher, aber alle sind im gleichen Geist geschrieben. Und das bringt uns dann eigentlich zum Kernelement in ganz Osteuropa, aber auch in Ungarn, die eklatante Schwäche der Zivilgesellschaft. Gerade in Ungarn funktioniert Zivilgesellschaft meistens dann, wenn der Staat oder eben externe Gelder zur Verfügung stellen. Sobald kein externes Geld mehr fließt, sterben viele der Initiativen. So viel von meiner Seite. Jetzt haben wir, glaube ich, noch Zeit für die Diskussion. Okay.